Sex and Crime, fantastisch und abgründig. Das sind nur einige Stichworte, die sich mit der Oper Die Herzogin von Malfi verbinden lassen, die jetzt im Chemnitzer Opernhaus als deutsche Erstaufführung zu erleben ist. Sie enthält zudem zahlreiche Elemente aus Horrorromanen wie Dracula und Frankenstein. Grundlage der Oper ist ein Drama des Shakespeare-Zeitgenossen John Webster aus dem Jahre 1623, über den ein Theaterkritiker einst schrieb: Webster glaubt nicht an die Menschlichkeit. Er ist der Dichter bitterer Galle und düsteren Wahnsinns und genießt es geradezu, all seine Charaktere in einem Meer von kaltem Schweiß zu ertränken. Erzählt wird eine Geschichte um Gier und Begierde. Von zwei Brüdern, die das Vermögen ihrer Schwester, der Herzogin von Malfi, an sich bringen wollen. Doch der eiskalte Kampf fordert Opfer. Ferdinand verzweifelt an der inzestuösen Leidenschaft für seine Schwester. Und dem anderen Bruder, Ludovico, Kardinal von Aragon, werden die heimlichen Treffen mit der Prostituierten Julia zum Verhängnis. Die dunkle, aber sehr gehaltvolle Musik von Thorsten Rasch, der sich auch mit Filmmusiken einen Namen gemacht hat, bietet eine bestechende Klangfolie für diese abgründigen Horrorszenarien. Und Regisseur Dietrich Hilsdorf und sein Bühnenbildner Dieter Richter haben dazu die entsprechenden atmosphärisch dichten Räume geschaffen. Abgewrackt und immer auch eine Spur unheimlich.